Wir sind jetzt auf dem Weg nach Iffezheim zur Diga. Denn da ist unser Freund Kurt und der macht für uns Gartenmessen. Wir waren noch nie da, ist auf der Rennbahn wohl. Und wir sind jetzt hier schön im Zug und man sieht da die, da sieht man die vorbeiziehende Landschaft. Es ist wirklich wunderschön hier. Und morgen geht's dann los auf die Messe. Sind wir ganz gespannt. Wir sind jetzt angekommen und guckt euch das mal an. Das ist das, was Kurt aus dem Stand gemacht hat. Wir gucken uns das mal gleich von. Achso, erstmal. Also, wir haben hier. Das ist echt toll. Erstmal haben wir hier wunderbar die ganzen Weggläser. Toll verpackt in Trays und so. Super. Oh, und hier, guck mal, da. Werbung. Wie schön. Kutti, das ist ja super hier. Ja, das ist also super, das echt. Das verpacke ich alles, schau mal, das verpacke ich alles so. Das ist, oh, das ist super, Bettina. Das ist toll, das läuft doch, ne? Oder? Ja, ja. Aber ich halt arbeite. Ja, oh, ich weiß. Alles mit viel das Liebe gepackt. Ja, mit viel Liebe, nicht mit viel Liebe, doch, mit viel Liebe selbst gemacht, ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch was entdeckt. Achso, jetzt sind da gerade Leute. Warte mal. Also erstmal da oben rutschen die Kubis nicht runter. Hast du das gesehen? Da hinten? Mhm. Das ist doch jetzt nicht auch schon wieder nett. Oder komm mal her. Stell, hast, du das hast du das festgekriegt? Die sind festgeschnallt. Guck mal hier. Guck mal. Und du wirst lachen, aber unten. Normal muss ich da immer die Dinger rausmachen, weißt du? Die Kubis. Und neulich habe ich es vergessen zum Rausmachen und bin heimgefahren. Ja. 280 Kilometer und die waren noch drin. Ja. Super! Ja. Und das Beste vorne bleibt alles drin, gell? Das ist großartig. Das bleibt von hier bis hier bleibt es drin. Das ist mein Freund Kurt. Okay. Kurt macht Messen für uns und zwar schon seit ziemlich langer Zeit. Ja. Ja. Und? Kurt, erzähl doch mal unseren werten Zuschauern, wie du dazu gekommen bist. Dazu? Von Anfang an oder von der Mitte? Naja, so in Kürze zusammengefasst. Wie das dazu kam, dass du für uns, für Gläser und Flaschen? Ja gut, dazu komme ich durch meine Frau mit den Gläsern. Ach so, du gehst jetzt von ganz von Anfang. Aber wie sind wir denn darauf gekommen, dass du die Messen machst? Also wir sind schon ganz lange befreundet. Sonderposten. Ja, okay, das war ganz lange. Ganz lange. Aber jetzt sind wir ja irgendwie dazu gekommen. Mit den Gläsern. Ja. Ja, das war ganz einfach. Wir haben bei deinem Laden den Laden aufgebaut bei dir. Ja. Und dann irgendwie waren wir dann beim Mittagessen. Dann hast du gesagt, ich möchte irgendwie im Internet oder ich möchte irgendwie meine Kundschaft mal kennenlernen. Ja, da hast du so komische Bemerkungen gemacht. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich halt auf den Markt gehen, wieder so wie früher und verkaufen. Und so ist es dann entstanden und aus dem haben wir dann das Konzept entwickelt. Und ich hab dann die Präsentation gemacht, das weiß ich noch, wo alle am Tisch gut sind. Und habe das vorgeschlagen, machen wir einfach mal, wo sind die Leute, die Gläser und Flaschen brauchen. Und dann habe ich gewusst, ich brauche Gläser. Und jemand, der selber was macht, was einkocht, der braucht auch Gläser. Und wo sind die Leute? Die Zielgruppe sind auf den Gartenmesser. Und genau so war es und der Erfolg gibt uns recht. Ja, das wir haben jetzt immerhin insgesamt mit dieses Jahr haben wir jetzt schon 35 Gartenmesse gemacht. Das ist echt eine Menge, und mit, oder? Und immer mehr Spaß dabei und die Leute kommen immer wieder und freuen sich darüber. Naja, also bei dem Kurt ist das auch kein Wunder. Er macht nämlich immer ganz viele Späße dabei. Du bist ja richtig mit Herzblut dabei, ne? Ja, natürlich. Ja. Weil sonst kann ich das nicht machen. Ja, ich weiß. Was motiviert dich denn dazu? Ja, das gibt ganz einfach drei Sachen. Das erste ist, ich bin draußen bei den Leuten und es macht Spaß. Das ist mal das Wichtigste, wenn es gut Spaß macht. Und wenn es nicht vom Herzen rauskommt, dann kannst du alles bleiben lassen. Die zweite Motivation ist die, Plastikschüssel aus dem Schrank rausschmeißen. Glas, nein, genauso im Kühlschrank. Wenn ich daheim mal einen Kühlschrank aufmache, dann mache ich die Türe auf, dann schaue ich rein, dann sehe ich Glas, 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 dann sehe ich, in dem Glas sind die Nudeln drin, da sind meine Gurke und da, ist, ja, da sehe ich schon von außen, oder ist eine Suppe noch drin, ja, dann nehme ich das Glas raus und dann ist das
fertig. Dann habe ich das im Glas und sehe was drin. Ich muss nichts draufschreiben, muss nicht den 10 Deckel aufmachen, was ist jetzt da drin, sondern ich sehe einfach, im Glas ist meine Suppe. Ja. Dann mache ich die Suppe warm und dann kann ich sie essen. Ja. Ganz einfach. Dann kommt das Glas in die Spülmaschine und dann ist es wieder ein Glas und dann ist es nachher wieder sauber. Ja. Eine Plastikschüssel ist irgendwann eklig, ja. Sieht komisch aus. Ja. Das ist das Zweite. Ja. Und das Dritte ist, vielleicht denke ich da ein bisschen missionarisch, aber ich will einfach, wenn ich draußen bin bei der Kundschaft und am Stand, denen Leute sagen, sie brauchen keine Tütensuppe, sie brauchen keine Tütensoße, einfach selber kochen, selber was machen, weil selber gemacht ist einfach, man weiß ja, was drin ist. Ja. Und wenn ich sowas auf den Tisch stelle, wenn ich selber was gekocht habe oder eine Suppe gemacht habe oder einen Kuchen gebacken habe, dann kann ich sagen, das habe ich gemacht. Nicht nur, ja, was irgendwie, sondern dann kommt es von mir und ich kann in das ganze Ding, was ich selber mache, ein Herzblut reinhängen und dann macht es einfach Spaß. Spaß dabei. Und es ist so wichtig, das erste ist gesünder. Wir müssen wieder so weit kommen und so weit sind wir schon fast, dass junge Leute, und der junge Leute meine nicht 30, sondern 20 runterwärts, wieder auf die Idee kommen, selber mal reinzusitzen, was kochen und experimentieren. Und genau die Geschichten erfahre ich draußen auf der Gartenmesse. Einfaches Beispiel, letzte Woche waren wir in Kisleck im Allgäu. Ja. Da ist ein junges Mädchen gekommen, hat bei mir 3 Gläser gekauft. Mutti steht dahinter und sagt, zu was brauchst du denn das? Dann sagt sie, Mama, da mache ich einen Kuchen rein. Na, ich denke, das junge Mädchen sagt zur Mutter, ich mache da einen Kuchen rein. Ja. So, und dann ist die insgesamt 3-mal gekommen. Und das ist für mich ein Erfolg, wenn dann so ein junges Mädchen 3-mal kommt und ich ihr noch einen Tipp geben kann. Ich habe zum Beispiel gesagt, wie sie einen Käsekuchen im Glas machen kann. Mhm. Oder wie sie auch mal, wenn sie Tomatensauce oder sowas macht und das ins Glas reinmachen kann. Und dann habe ich das erklärt, weil meine Frau hat mir das auch ein bisschen beigebracht, weil manches weiß ich nicht. Ja. Aber ich koche in der Zwischenzeit auch so gern und mache dann das einfach ins Glas. Und dann war die so glücklich, die junge Frau. Das mit, ist echt vielleicht schön. War sie auch 18, ich habe sie nicht gefragt. Ja. Auf jeden Fall ist sie 3-mal gekommen, hat 3-mal eingekauft. Toll. Ja? Das ist ein echter Erfolg. Und das ist der dritte Grund, einfach mal zu zeigen, man kann selber was machen. Und man kann sich da dabei fit und gesund halten. Und das Argument, ich habe keine Zeit, ja, das zählt einfach nicht. Nur mal der Knopf drücken vom Fernseher, 3 Stunden wegschalten, da hat man 3 Stunden Freizeit, um zu kochen oder irgendwas zu machen. Einfach nur den Ausknopf drücken vom Fernseher. Smartphone weg, zack. Stimmt. Ja, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Wie lange sitzt ihr vor dem Fernseher? Statistisch, ich weiß jetzt 5 oder 6 Stunden. Also wenn man die Zeit wegrechnet, da braucht normalerweise keiner Fertiggerichte mehr kaufen. Da kann man einen Herd reinstellen und kann was kochen. Und dann erledigt sich das automatisch mit dem Müll. Ja. Dann erledigt sich das mit dem Müll. Es ist nachhaltig, ein Glas bleibt ein Glas. Ja. Wenn ich nur die alten Gläser von unserer verstorbenen Oma angucke, das sind jetzt halt Weggläser. Du hast andere Gläser auch noch, deine Eigenmarkengläser hast du. Aber das alte Wegglas, das ist bestimmt schon 70 Jahre alt von der Oma. Oder wie alt ist das? Wie alt war Anna? Ja, also 70 oder 80 Jahre alt ist das Glas. Ja? Das haben wir mitgenommen. Wir benutzen es nicht zum Eikochen, zum Dekorieren. Spülmaschine, nein, das ist heute noch so neu wie damals. Ja? Jetzt nehme ich mal eine alte Plastikschüssel von den 50er Jahren oder von den 60er Jahren. Um Gottes Willen! Nee, das ist wirklich wahr. Ich weiß genau, was so, und das sind die 3 Gründe und das motiviert einfach. Und es ist ein kleiner Erfolg, was man hat. Aber der kleine Erfolg, wenn man das aufeinander stapelt, dann gibt es immer irgendwann einen riesengroßen Erfolg. Und da sind wir dabei. Ja? Und wir haben ganz viel Spaß dabei. Ja, absolut. Das ist wirklich schön. Ja. Super. Okay. Na, eine letzte Sache. Ja. Was würdest du als deine lustigste Begebenheit auf diesen Messen bezeichnen? Die lustigste Begebenheit? Ja, positiv oder negativ? Also wenn du da 2 hast, kannst du natürlich gerne einmal die negative oder die positive sagen. Aber ich glaube, eine positive, lustige wäre, glaube ich, besser. Ja, das ist
Ja, ja, gut, das mit, ja, okay. Ja gut, das mit der Mini-Glashaube zum Beispiel. Ja. Das war das, wir haben ja die Mini. Gibst du mal so eine Mini-Glashaube? So, da vorne. Gibst du mal euch hin. Da gibt es eigentlich die schönste Geschichte drüber. Okay. Und da gibt es immer die Frage, was können wir denn mit sowas machen? Ja. Ja. Und dann sage ich halt immer, ja, Zitrone. Drunter lege ein Kräuterbutter, ein Bekannter von mir zum Beispiel, der Gaststätte, der spritzt sein Kräuterbutter drauf, ja, und serviert es. Und dann kam ein junges Pärchen her und dann hat er dann gesagt, Schatzi, weißt du was, da machst du mir eine Scheibe Zitrone drauf und mein Frühstückskaviar. Oh Gott! Ja, das war lustig und das vergisst du einfach nicht. So, und dann eben das Rentner, dann kam eben das Rentner-Ehepaar. Ja. Das kann ich ja auch. Er sagt, das kannst du rausschneiden. Wenn ja, du willst, auch sagen. Okay. Das Rentner-Ehepaar, wo er zu ihr gesagt hat: Schau mal, Liebling, da kannst du einfach deine dritte Zähne aufs Nachttisch stellen. Auch nicht schlecht. Ja, das sind so die lustigen Sachen, die sich da halt so eignet. Das, ja, ist wirklich schön. Da gibt es nur lustige Sachen und schöne Sachen. Und zufriedene und glückliche Menschen. Und das ist ein Produkt, wo da kannst du nichts falsch machen. Nein. Absolut nicht. Stimmt. Okay. Herzlichen Dank. Ja, bitte, gerne, Stefanie. Das war Kurt. Und das ist Bettina. Jetzt kommt. Kurz bessere Hälfte. Die auch immer dabei ist. Nicht immer, aber meistens, aber häufig. Da haben wir viel Spaß dabei. Ja, ja, genau. Ja.